Hören Sie mal, was wollen Sie denn? Das ist aber langsam gut hier. So, wir fahren jetzt los, Oma. Heute geht's nach Berlin. Dafür müssen wir jetzt erstmal nach Essen gucken. Und ich sage, Oma wird schwer nervös sein. Aber wird schon. Wir fahren nach, wisst ihr noch? Das wird auch wieder nichts. Was ist auf den Sack? Du wolltest doch mit Oma, 20. Diese heißgeliebte Oma. Ja. Jetzt halt den Bubble. Brauchst du da irgendwie ein Bier oder so? Jo. Ja, ich gebe ja. Euch Bier. Ich Oma, das euch ist eine alles. Sauftour. Nein, dann fahre ich nicht mit euch. Ich fahre nicht mit besoffenen Jungs. Wir machen eine Sauftour. Du bist dabei. Ja, das ist super, wenn man überwältigt hier. Wir haben viel zu wenig Zeit jetzt uns genommen, durchzugehen durch den Bahnhof. Ganz, ganz doof. Das müssen wir nochmal sagen. Ich trinke jetzt denke ich sofort ein Bier, wenn wir im Hotel angekommen sind. Da hast du auch. Wirklich jetzt, da sage ich auch. Der darf nicht. Ja, da bin ich auch wirklich. Das ist ein Taxi, komm gerne abfangen. Jetzt so die ganze Zeit. So, ja. Mach mal die Pfütze, komm mal rein. Ja, geh mal rein. Mein Gott. Wir gehen jetzt noch schön raus nach Berlin und saufen. Ja, und morgen früh einen dicken Kopf haben. Und wer soll den ganzen Dreh morgen machen? Ein Bier, zwei Bier und mehr nicht. Und auch kein Schnaps und du verführ ihn noch. Also, wir haben uns auch überlegt, wir haben schon angekündigt vorne an der Rezeption, dass wir auch vielleicht ein paar Weiber mit nach Hause nehmen. Nee, das aber ist verboten. Das Ding ist aber, nein, wir mussten dann auch mit deinem Zimmer bürgen. Ja, sicher. Ja, sicher. Das stimmt wirklich. Das habe ich damals erlebt, als er. Meinst du, was ich da alles ja, mitgebracht habe? Wir machen jetzt so 8. Wir sind hier also im acht. Hotel und hier. Vier bei uns. Schon gar nicht hier vier rein. Bei uns und vier bei hier oben. Ja, sicher, ja, sicher. Ja. Und die findet ihr ja auch so schnell in Berlin, ja sicher. Nein, Spaß, ich nehme nur Wasser. Ja. Hör mal, ich wünsche euch wirklich viel, viel Spaß und viel Freude noch. Ja. Ne, macht. Geht doch zum Döner, da braucht ihr ja, nicht weit laufen. Döner, trinkt Wasser und ja, genau, Spaß. Genau, ja sicher. Macht das, ich gucke jetzt Fernsehen. So, ciao. Ciao. Sieh zu, ja. Sieh zu, dass er lang geblieben ist. Oma isst zum ersten Mal einen Döner. Guten Abend. Oh nein, was habt ihr alles? Döner. Moin. Boah, ihr wollt doch hier nicht auch essen. Nein, aber wo müssen wir den ja bringen? Ja. Wir haben jetzt nur... Mal lieb von euch.
Ein paar Cocktails getrunken und jetzt? Ja, ein paar Cocktails. Danke schön. Tatsächlich nur einen getrunken, ne? Ein Jahr. Ein Jahr, dann sind wir schon abgedüst, aber wir gehen jetzt gleich weiter. Wir wollten nicht so spät, dass du jetzt nicht so. Nein, wie ihr geht weiter? Nein, Janek, du hast schon eine Tour. Wir haben einen Cocktail getrunken. Wir haben alles, kannst du auf Kamera gucken. Wann wollte ich denn ins Bett gehen? Das ist jetzt nicht da, wo man so krass träumt. Das ist von Berlin Tag und Nacht. Ist wann wollt ihr denn ins Bett gehen? Um 11. Wir würden doch eh bis 0 Uhr wach bleiben und im Bett liegen. Wir sind halt, wir haben einen anderen Schlafrhythmus. Dann esst jetzt schnell, dass ihr noch was Heißes esst. Ja. Schön. Ich bin ziemlich skeptisch. Ich bin mir nicht sicher, ob man auf den Dienstag gut feiern kann. Aber egal, morgen ist auch noch ein Tag. Aber wir gehen auf jeden Fall. Ja, es ging nicht mit feiern. Da war eine Ü30-Party. Ich habe uns was anderes überlegt. Und das ist echt ehrenlos. Der Tag endet nicht so wie gedacht. Wir konnten nicht irgendwo feiern gehen. Und jetzt gucken wir Stromberg. Provisorisch. Aber wir sagen Oma trotzdem, dass wir die Zeit besoffen waren. In diesem Sinne, bis morgen. So, wir haben jetzt 8.54 Uhr. Jetzt geht's zur Oma und dann fahren wir rüber zum Videodrehen. Ich hab Bock. Ihr schlafen müssen. Wir haben geschlafen. Hi. Was habt ihr denn? Morgen. Wie geht's dir? Gut geschlafen? Ja, sicher nicht gut. Ey, bist krank? Nee. Aber habt ihr getrunken, ne? Aber Mensch, mach doch die Kamera aus. Aber reicht auch, das ist ja so eine Menge gewesen. Immer. Ist ja für zwei Personen eigentlich so ein Döner, finde ich. Ja, ich weiß, der andere ist immer bei uns. Holster. Ach, bis das da losgeht, ich denke, so schnell geht das da gar nicht mehr. Wenn wir da noch essen können. Vielleicht ist der Dreh nur für zwei Stunden ungefähr. Wenn wir da von hier so, wie viel Uhr los? Für ein Hotel sind die Betten ganz unordentlich gemacht. Aber ist egal. Ja, die haben wenigstens so ein Knick ins Klopapier gemacht, ne? Ja. War eine Spitze. Ja. Sieht doch ein bisschen ordentlich aus. Froh, wenn ich nächste Woche meine Friseurin kommt. Ja. Nee, ich hab gar nur noch ein paar. Ehrlich, ich kann morgens nicht so viel essen. Aha. So vom Gefühl her, ne? Oh, guck mal, steigt. Das ist normal. Hier sind immer nur Striche. Wenn das nur Striche wären, dann hätte ich ein Problem. Ja, Oma, dein Test ist positiv. Nein, Janik, mach ich. Doch. Dann ohne Scheiß. Zwei Striche. Ja, ist bei dir sind zwei. Striche. Mhm. Ja, dann stecke ich euch alle an. Alles clean. Also, wie gesagt, war voll toll. Wie viel Stunden schlafen? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Ein paar Stunden den ganzen haben wir jetzt gedreht. Ganzen Tag. Müde, ich bin todmüde. Ja, endlich fertig und jetzt gehen wir uns eins reinsaufen. Ja. Also ich. Ja. So, wir ziehen jetzt los. Saufen. Hoffen, dass heute nicht so ein Flop wird wie gestern. Und wir versuchen so viel wie möglich zu filmen, um euch zu unterhalten. Taking night, but thinking it's all that
easier. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess that so, wir holen Oma ab. Wir müssen jetzt nach Hause driven. Das ist eine lange Reise. Wir haben eine Stunde geschlafen. Also Oma hat länger geschlafen, aber wir haben dann tot. Aber tot. Was sagen? Kamera. Ja, ich sehe doch keine Kamera mehr. Gestern reichte. Kamera, 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 Kamera. Zu Hause angekommen. War ein mega geiler Trip. Auch hart. Ich glaube, wir haben sehr wenig gepennt. Also ich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, dass wir mehrere Vlogs noch hier hochladen können. Und dass es gut ankommt. Und ich würde sagen, in diesem Sinne gehe ich jetzt erstmal ein Ei legen.